Okay, ich glaube, das Ja, gewonnen! aber ganz knapp, ganz knapp. Hallo und herzlich willkommen zu unserem 500 plus Abo Special mit der bei der Pla. Hallo. Und erstmal wollten wir uns wieder bei euch bedanken für eure Kommentare, für eure Likes und dass ihr uns natürlich abonniert habt. Und wir haben uns etwas ganz Besonderes wieder ausgedacht. Und zwar machen wir die Bundesjugendspiele von Arc. Genau. Wir haben hier ein bisschen was vorbereitet. Und das erste, was wir machen, ist ein kleines Wettrennen. Erstmal zwischen Pla und mir. Und dann setzen wir uns auf die Raptoren und machen das nochmal. Also erst zu Fuß und dann mit Raptoren. Genau. Jetzt stellen wir uns Okay. mal auf die Startlinie hier. Vielleicht im Voraus noch, es gibt noch mehrere Disziplinen. Also wir machen jetzt hier einen Parcourslauf sozusagen mit Slalom, mit über eine Rampe laufen und mit Hürdenlauf. Dann haben wir noch Weitwurf, also dass wir genau, dass wir halt geworfen werden von den Gigantopithecus oder wie die heißen. Den Gorillas. Dann, genau, den Gorillas. Dann haben wir noch eine Disziplin, wo wir unsere kleinen Affen laufen hier schon rum und die müssen wir dann mit Vögeln einsammeln. Wir haben vorne auch noch zwei Boxen gebaut und derjenige, der mehr fängt, hat gewonnen. Und dann gibt es noch ein Fischschießen auf den Teich und derjenige, der ein höheres Level hat, oder derjenige, der beim Erschießen das höhere Level hat, der gewinnt quasi die Runde und dann machen wir da noch Best of Three. Genau. Okay, also dann zähl du runter, dann heißt es nachher nicht, dass ich irgendwas gemacht habe oder so. Dann auf drei oder auf die Plätze fertig los oder? Auf die Plätze fertig los und auf los los. Und auf los los, okay. Ja. Oh Gott, ich bin so nervös. Okay. Auf die Plätze, fertig, los. So, jetzt erstmal Slalom. Ich hoffe nur, Stamina hält, wobei müsste eigentlich reichen. So, dann Hürdenlauf. Dann noch den Crop einsammeln. Was für ein Ding ein, ja, sammeln, ja. Ah, scheiße, ich bin runtergefallen. Aha. Ich Ja, das glaube, also hat ich bin Pla mir nicht eindeutig sicher, gewonnen. aber ich glaube, ich gewinne. Ja. So, hier sieht man auch schon die Affen. Warren, Abe, Boris. Luna. Gut, erste Runde geht an Pla. Okay, zurück zu den Raptoren. Hätte man eigentlich auch hier drüben parken können, gell? Wir müssen jetzt hier durchrennen. Bin Und wir haben übrigens. runterfallt. Bitte. Was? Nix, alles gut. Ja, wir haben übrigens wohl noch einen Dodicrus verloren. Keine Ahnung wie. Bella fehlt uns irgendwie. Ja, wir haben keine Ahnung, wo die ist. Und ich habe noch zwei neue Tiere benannt. Und zwar einmal den Jonas und einmal den Zeynel. Welche hast So. du dafür benannt? Dillos. Wir haben keine Namen für die Dillos und deswegen habe ich jetzt die. Uah, Tür aufbleiben. Bleib auf, verdammt. Irgendwie. Ja, ich komme, ich weiß, bin heute ein bisschen langsam. Okay, Entschuldigung. Auf die Plätze, fertig, los. Ich würde mir hoffen, das leckt nicht, weil irgend wir haben das schon mal getestet und da hat es geleckt. Na, wo bleibst du? Ach, halt die Klappe. Das ist gar nicht so einfach. Also, ich würde sagen, Ja, das war zwar ein das bisschen war doch knapper, aber das eindeutig, hast du oder? auch gewonnen. Okay, gut, also. Erste Runde geht an mich. Nein! Tja. Es war bestimmt, weil ich nichts anhab und leichter bin. Ja, genau, du schummelst. Ja, und wer hat den Raptor mit Level 116 und wer hat den Raptor mit Level 31 gehabt? Hey, die haben das gleiche Movement Speed und Stamina. Stamina nicht, aber ist egal. Okay. So, ich packe jetzt noch schnell die T-Rex-Eier weg, weil sonst bin ich ja schwerer. Und bei der nächsten Disziplin
wird das bestimmt was ausmachen. Toll. Ich zieh mich aber jetzt nicht nackig aus. Du Schummler. Ja, nix Schummler. Ist einfach nur gut vorbereitet. Ja, ja. Also. So, jetzt geht's an den Weitwurf. Genau. Ich komme irgendwie nicht ran. So. Du zuerst, oder? Ja, ich guck mal, okay, dann gucken wir mal, und, ui, zack. Okay, ich glaube, das, Ja, gewonnen! Aber ganz knapp, ganz knapp. So, okay. Jetzt habe ich es aber vollgegeben. Sollen wir Best of Three machen hier bei der Disziplin oder lassen wir es? Nein, ich habe gewonnen. Okay. gut, okay. Dann machen wir jetzt einsammeln. Okay. Ja, okay. Sophie und ich nehmen natürlich Garuda. Jetzt gehen wir erstmal zu den Boxen. Hier sind nämlich die Boxen. Und da ist eigentlich auch recht eindeutig, welche Box wem gehört. Ja, warte, jetzt musst du dich erstmal hier hinstellen. So, hinsetzen. Okay. Und es laufen hier 12 kleine Affen rum. 12 Stück sind's, ja? Ja, 12 Stück sind's. Das heißt, es könnte sogar einen Unentschieden geben? Ja. Okay, gut. Gott, ich bin so nervös. Ihr könnt ja Wetten abschließen. Okay, auf die Plätze, fertig, los. Schneller! Jetzt hat natürlich der den Vorteil, der, ne? Schneller ist. Ach nee. Scheiße, ich hab ihn nicht gekriegt. Ich auch nicht. Jetzt. Und. Dumme ist, du musst ihn ja jetzt erstmal reinschmeißen. Gehst du bitte aus dem Weg? Ja, ich hab schon mal einen. Oh scheiße, ich, bei mir ist ja, glaube ich. Mist, okay. So. Das ist wirklich nicht einfach, weil man die genau fallen lassen muss. Erstmal finden? Ja, genau. Und erstmal auch irgendwie richtig kriegen, das ist ja. Die sind halt klein, deswegen habe ich sie ja genommen. Sonst wäre es ja einfach gewesen. Mhm. So. Ja. Ich glaube, die. Nee, doch nicht. Keine Ahnung. Ich habe den gerade richtig reingeschmissen, aber der ist jetzt wieder rausgebackt. Nicht, dass die sich durchbacken, weißt? Aus dem Käfig. Wir stören die übrigens gerade beim Liebe machen, gell? Echt? Ja, die haben gerade. Die haben gerade. Ja. Ein Herzchen da gehabt? Ja. Da drin jetzt auch. Wir werden wahrscheinlich gleich einige Babys drin haben. Die backen sich da immer durch. Guck mal. Ein paar bleiben drin, aber ein paar sind entweder zu klein oder die da schon wieder. Wirklich? Nur bei dir oder nur bei mir? Nur bei dir oder auch bei mir? Ich weiß nicht, vielleicht treffe ich auch nicht richtig, keine Ahnung. Ich glaube nämlich, dass es daran liegt, ja. Wow, hey! Weil zwei rennen schon wieder hier draußen rum, weißt? Und die waren. Und hier, die da. Ja, die backen sich raus. Die kommen durch die Gitterstäbe. Okay, das ist natürlich dann irgendwie blöd, ne? Dann müssen wir es leider nochmal machen und dann müssen wir die Mauer zumachen. Also bei mir bleiben die aber drin, ne? Warren, Luna, Abe. Ne, Boris hatte ich, glaube ich. Ja, okay, dann müssen wir die gleich nochmal. Dann machen wir jetzt hier mal kurz einen Cut und tun die wieder, verteilen die wieder und dann bauen wir. Genau, und dann bauen wir noch ein bisschen um. Bis gleich. So, da wären wir wieder. Wir haben das jetzt ein bisschen höher gebaut und wäre anders. Mal sehen, ob es jetzt funktioniert. Also, auf die Plätze, fertig, los. So. Einer.
Zwei. Irgendwo hier waren, glaube ich, welche. Da. Wir können es so machen. Wir zählen nachher die Level zusammen und wer dann mehr Punkte hat, hat ja, gewonnen. Ja. Rumzuspinnen. Drei. Hallo, Warren. Bei dir gibt's schon Action. Yay! Ich glaube, ich habe nur Männer, deswegen. Deswegen passiert bei mir nichts. Tja. So, wo sind denn die ganzen Affen? Keine Ahnung. Ja, absolut ja, und dann klappt eigentlich hier. Ich krieg die so schwer. Ja, das ist halt, wie hast du gesagt, das soll doch die Schwierigkeit dabei sein. Ach, klapp. Scheiße, ich krieg keinen. Jetzt habe ich einen, super. Mist, jetzt ist mein Stamina an. Oh, mein Stamina stimmt. Da waren doch gerade. Nami. So, ich glaube, jetzt wird es langsam eng, ne? Jetzt muss man langsam suchen. Auf, komm schneller. Los, los, los. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Hast du irgendwas? Nee, wie viel hast du? Ich hab keine Ahnung, hab nicht mitgezählt. Guck hier nochmal. Ah, da ist noch einer. Moment, Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Wie viel hab ich? Eins, zwei, drei, vier, fünf. 6, kann das sein? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Wenn sie mal stehen bleiben würden, hä? Ich hab eins. Zelda, Abe, Luna, Gordon und Amy. Dann muss hier noch irgendwo einer rumflitzen. Das ist jetzt quasi der ausschlaggebende Punkt dann. Toll. Macht bloß keinen Druck und so. Ich hab ihn. Nein, geh weg! Ja! Jetzt muss ich nur noch in die Box, das habe ich nun entschieden. Nein! Doch, komm, 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 komm! Und? Hab ich getroffen? Nein, hast du nicht! Er ist frei. Nein, ist er nicht! Lass mich in Ruhe! Wo ist er? Hast du ihn schon wieder, oder was? Er ist drinne! Okay. Ja, unentschieden! Gott sei Dank! Jetzt müssen wir natürlich gucken, zähl mal die Level, wobei du hast schon 104, also von daher, das ist schon... 104, 23, 88, 40, 67, 34. Ich glaube, das brauchen wir bei mir gar nicht zusammenzählen. Ich habe 64 und 64, 23... Bin ich besser? 53, ich bin besser. 64, 61. Ja, du hast die höheren Leveligen gefunden. Haha. Also ist es unentschieden. Ach so, jetzt ist es auf einmal unentschieden, aber wenn du die höheren Leveligen Dinger gehabt hättest, dann hättest du jetzt gewonnen gehabt. 88, ja doch, ich glaube. Wobei, warte mal. Ja, doch, okay. Okay, dann
Last but not least, oder? Jetzt kommt das letzte, ja. Also eins hat er gewonnen, eins habe ich gewonnen, jetzt war unentschieden und jetzt kommt das letzte Spiel. So kann man natürlich Spannung hochdrehen, gell? Ja, natürlich. Waffe? Ich muss jetzt erstmal was trinken, die ist fast am Abnippeln hier. Noch was essen. So. Jetzt geht's nach oben, zu Tor. Oh, ein Ei. Okay. In Ordnung. Ich bin bereit. So, und zwar sucht sich jetzt jeder einen Fisch aus und dann schießt man mehr oder weniger fast gleichzeitig und der, der das höhere Level hat, hat gewonnen. Wer nicht trifft, hat die Runde automatisch verloren. Aha, du fällst gleich runter, nur mal so. Echt? Nö, bei mir nicht. Du auch, aber egal. Okay, also, ja, ich hab einen. Ich auch. Dann 3, 2, 1, Schuss. Ach komm, hey, wegen zwei Level? Ja! Entschuldigung. Okay, wie gesagt, best of three, also wer zweimal höher hat, hat gewonnen. Welcher sieht denn hochlevelig aus? Okay, also komm, dann. Ich glaube, ich habe einen. Okay. 3, 2, 1. Ja, verdammt! Okay, jetzt verdammt. Zählt's. Jetzt zählt's. Nee, der nicht. Ja, komm, nee, der auch nicht. Nehmen wir mal den hier. Okay. Aber der bewegt sich. Muss noch warten jetzt. Ja, der bewegt sich. Ja, toll. Ja! Ich weiß nicht, was deiner war. Level 7. Ah, super. Dein Mann war also Level 5. Wenn man jetzt natürlich insgesamt es zählt, weißt du, du hast zweimal zwei Level mehr gehabt, ich habe einmal 41 Level mehr gehabt, das dann... Ach so, ja. Ah, gut, nee, ich bin ja mal nicht so, also komm, dann hast du gewonnen von mir aus. Das hätte niemand gedacht. Niemand. Nee, wirklich nicht. Ich am allerwenigsten. Naja, okay, ja, das war's eigentlich. Das waren jetzt die Bundesjugendspiele von Arc. Oder, ja, Triathlon mit einem mehr. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Jo, Daumen hoch. Ansonsten freuen wir uns schon aufs nächste Abo-Special. Genau. Bis dahin. Ciao. Ciao. So, da sind wir nochmal ganz kurz. Und zwar wollte ich jetzt die Affen alle wieder rüber bringen zu uns nach Hause. Und jetzt ist Zelda schwanger. Dann ist jetzt Luna schwanger. Und Amy ist auch schwanger. Und die kriegen jetzt gleich ihre Kinder. Und dann wollten wir das dann auch nochmal ganz kurz zeigen. Ja, ja. Da war schon ein bisschen, ne? Ja, wir können ja noch mal ganz kurz Schnitt machen. Genau, und wenn die denn da sind, sehen wir uns gleich wieder. Jo, bis gleich. Ciao. So, da wären wir noch mal. Wir haben jetzt alle weggebracht. Bei Blas Box war auch noch eine drinne. Die sind, also vier Stück sind jetzt gerade schwanger. Und Amy ist am weitesten. Das müsste jetzt gleich klappen. Na, komm. Armes Mädchen. Ui. Da, oh, Zwillinge. Nicht im Ernst. Doch. Zwillinge. Oh mein Gott. Unsere ersten Zwillinge. Wie cool. Warte, dann mach mal Amy weg, damit wir die Kleinen sehen. Oh mein Gott, guck mal, wie klein die sind. So, die nächste müsste Luna jetzt sein, die nächste. Mist, haben wir Bären da? Haben die Bären drin? Ja, die Eltern haben Bären drin. Amy hat auch Zwillinge. Weil die verhungern sonst gleich, weißt du? Müssen wir gleich. Ja, dann mach. Wie gesagt, die Eltern haben Bären drin. Ich komme nicht an die Kinder ran, weil die Mutter davor ist.
Na, komm her, ich krieg den nicht, rein. Die Kinder kümmern hier. Ich krieg den nicht rein, Wie nicht rein? So, jetzt. So. Die kriegt hier auch gleich noch. Und die kann man nicht tragen, oder? Nee, kann man das nicht. Oh, scheiße, ist eine schon gestorben. Ach du Scheiße. Nee, weiß ich nicht. Ich krieg die nicht rein. So. Die hat nur ein Baby gekriegt. Geh doch weg von meiner Schulter, du blöder Kuh. Alter, die sind so klein. Das ist ja voll abartig. Mann. Super, das gibt jetzt Stress. Ja, aber sowas von. Mist, ein Zwilling hat es nicht geschafft. Oh Gott, das tut mir jetzt gerade so leid. Und die andere kriegt jetzt auch gleich ihre Kinder. Ja, die hier, genau. Zelda müsst ihr jetzt gleich bekommen, oder? Ja. Ja, ein bisschen Zeit haben wir noch, aber trotzdem. Boah, krass, wie schnell es dann geht, ne? Ha ja, das ist, war ja nicht normal. Sorry, aber ich hab's ja echt nicht schnell genug reingebekommen. Und jetzt kriegt noch Zelda ihre Kinder. Oder ein Kind? Je nachdem. Eins. So, machen wir die hier auch in die Ecke. Oh, ich habe keine Bären mehr. Ich krieg die nicht von meiner Schulter, das nervt. So. Der sieht echt hübsch aus. Gott, sieht er hübsch aus. Jetzt war gerade schon wieder ein Leck drin. Mhm. Wir sind gerade hier richtig, richtig, richtig beschäftigt. Oh Mann. Ich hab nicht mal Zeit, den Namen zu geben. Ah. So, gucken wir uns nochmal an, bevor sie alle sterben. Das ist der hier. Braun-schwarz. Dann der hier. Dann schwarz. Und dann die beiden weißen. Und dann der hier. Der hier ist irgendwie, der, den finde ich voll süß. Okay, wir gucken jetzt, dass wir die zum, dass wir die groß bekommen. Und dann war's das jetzt, oder? Ja. Ich hoffe, dass die in der nächsten Folge noch alle leben. Ja. Also bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.